Filzerball-Prinzip immer noch hervorragend funktioniert. Denn nur wer einen Filzer kennt, gibt es eine Karte. Und wenn einer eine kennt, der noch eine kennt, der kriegt auch eine Karte. Also kennen sich hier alle eigentlich irgendwie untereinander. Und das ist doch schön. Und zum Filzerball. Raus sind wir alle. Und unseren Zusammenhalt. Wir geben hier viele Einblicke in unsere Vergangenheit, offenbaren unsere Geheimnisse und erzählen von unseren Taten und Geschichten. Deine Heimat aus Schlesien und unsere Ehrenadel als Auszeichnung, als Freund von uns, von den Filzerburg entgegenzunehmen. Und jetzt gibt es erst einmal die Nadel. Zu guter Letzt den Hut. Dass ich für das Projekt, was vorher kurz vorgestellt worden ist, für unser kulturelles Erbe zu pflegen und zu erhalten, eigentlich dessen gleichkommt, was die Filzer eigentlich auch verkörpern, einfach unsere Kultur zu erhalten, und das freut mich, und dazu ist auch natürlich für mich nur eines möglich, indem dass ich viele Helfer habe, die mir das ermöglicht haben, meine Wahnsinnsidee allein aufzufangen, einen Hof aufzubauen, dann den zweiten, und dann irgendwann habe ich mal Hilfe braucht, weil es halt einfach zu groß geworden ist. Und jetzt mittlerweile können wir wirklich stolz sein, dass wir unseren Gästen und unserer Heimat was gegeben haben, das was erhalten bleibt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil. Ja, was soll ich mehr sagen? Ich freue mich, dass ich dabei bin. Bin stolz auf den Filzerhut für die nächsten Jahre. Es wird es mit nicht loswerden. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. Feiert es gescheit, weil was gibt es Schöneres, wie in unserem schönen Bayernland so ein Festl machen. Also, schönen Abend! Yeah!